Meine lieben Geschwister, stellt euch vor, ihr lebt in Medina unter den Gefährten des Propheten. Ihr beobachtet, wie ein Mann regelmäßig nach dem Fajr-Gebet aufsteht und geht. Man würde sich fragen, wohin geht dieser Mann? Warum steht er auf und ist weg? Hört euch diese Überlieferung an, denn so war es auch bei Omar radiallahu an. In der Zeit, als Abu Bakr radiallahu an der Kalif der Muslime war, beobachtete Omar radiallahu an, wie er täglich nach dem Fajr-Gebet aufstand und ging. Er nahm stets einen anderen Weg als alle anderen. So wurde Omar neugierig und fragte sich, wohin er ging. Und dann eines Tages dachte er sich, dass er Abu Bakr verfolgen sollte. An einem Morgen schlich er ihm dann hinterher und sah, wie er in ein kaputtes altes Haus ging und erst nach einiger Zeit wieder rauskam. Er fragte sich, was Abu Bakr da machte. Also ging er zum Haus. Er klopfte an und eine alte Frau öffnete ihm die Tür. Er sah die alte Frau und einige Kinder, die dort herumspielten. Er begrüßte sie und fragte nach ihrer Situation. Sie antwortete ihm, dass sie eine alte, blinde Frau sei und diese Kinder Waisen sind, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Omar fragte sie dann, wer ist dieser Mann, der jeden Tag zu dir kommt? Sie antwortete ihm, dass sie nicht wisse, wer dieser Mann sei. Er hat mir noch nie seinen Namen verraten. Omar fragte sie, was er hier jeden Tag tut. Sie antwortete ihm, Allah möge diesen Mann reichlich belohnen. Er kommt jeden Morgen und reinigt mein Haus, wäscht unsere Kleidung, malt unseren Weizen, backt für uns Brot, kocht unser Frühstück und dann verlässt er uns. Subhanallah, denkt darüber nach. Wäre das die einzige Überlieferung über Abu Bakr, so würde sie reichen, um uns aufzuzeigen, was für ein großartiger Mann er war. Und das war zu einer Zeit, in der er der Führer der Muslime war, der wichtigste Mann seiner Zeit. Aber trotzdem vergaß er nicht die Schwachen und die Armen. Und jeden Morgen ging er zu dieser Frau, kümmerte sich um ihre Sorgen und Probleme und sagte ihr nicht mal, wer er war. Und danach ging er wieder seinen Pflichten als Führer der Muslime nach. Das ist wahrlich unglaublich. Daraufhin fragte Omar sie, ob er denn jeden Tag kommt. Ihre Antwort war, ja, er kommt jeden Tag, möge Allah ihn segnen. Und dann fragte er sie noch, ob sie den fremden Mann irgendetwas für seine Arbeit zahlt. Ihre Antwort war, nichts. Da fing Omar an zu weinen und sagte zu sich, du hast es jedem Führer, der nach dir kommt, schwer gemacht. O Abu Bakr. Das war Abu Bakrs Fürsorge für seine Umma. Obwohl er der Führer der Muslime war und eigentlich viel zu tun hatte, vergaß er nicht die Einzelnen unter seinem Volk. Und heute sehen wir überall auf der Welt arme, schwache und hungernde Menschen. Wer ist für sie da? Wer kümmert sich um ihre Sorgen und Probleme? Wer widmet sich ihren Angelegenheiten? Sie werden von den Verantwortlichen vergessen. Und jeder denkt nur an sich. Hat der Islam uns nicht zu einem einzigen Körper gemacht? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns beschrieb, die Gläubigen sind in ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und in ihrem Mitleid zueinander einem Körper gleich. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. So müssen wir die Probleme unserer Geschwister in der Welt erkennen und dafür sorgen, dass wir diese Missstände beheben und für unsere Umma da sind, wie Abu Bakr es für diese blinde Frau tat.